Rangfolgeverfahren. Schauen Sie, Sie sehen eine Tabelle und Sie sehen eine Tabelle mit drei Spalten. Erste Spalte der Rang, 1, 2, 3, einfach durchnummeriert. Praktisch wie so eine Bundesliga-Tabelle. Dann in der Mitte die Beschreibung der entsprechenden Stelle, also in dem Fall sagen wir des entsprechenden Arbeitsplatzes. Und rechts schon eine Gehaltsgruppeneinstufung. Also, was macht man hier? Einfach die Arbeitsplätze in ihrer Rangfolge nach Schwierigkeit aufreihen. Stellen Sie sich vor, dass stellen Sie sich unter den Funktionen einfach Menschen vor. Ja, also da steht jetzt irgendwie so ein Abteilungsleiter, dann steht da ein Arbeitsgruppenleiter Gehalt, Arbeitsgruppenleiter Lohn, Personalsachbearbeiter und der Gehaltsabrechner, die stehen da irgendwie so als Gruppe irgendwo im Raum. Sie haben eine Trillerpfeife in der Hand und Sie sagen jetzt so, Leute, der Schwierigkeit nach aufstellen. Der erste steht hier. So. Und dann rennen die los und dann stehen die hintereinander und bilden diese Rangfolge. Das ist alles. Das ist alles, was hier passiert. Und damit können wir uns schon direkt das Verfahren vornehmen und es ist kritisch beleuchten. Sie wissen, kritisch bedeutet, Vor- und Nachteile zu sehen. Es ist einfach und verständlich. Ja, dieses Verfahren ist sehr einfach sogar. Und verständlich, ich bin bei der Bewertung, also Vorteile, Rangfolgeverfahren, Vorteile. Es ist einfach und verständlich. Und bei den Nachteilen können wir festhalten, es ist subjektiv. Ja, warum, wenn Sie nochmal auf die Tabelle schauen, der Arbeitsgruppenleiter Gehalt über dem Arbeitsgruppenleiter Lohn hier eingestuft wird. Wenn Sie mich das jetzt fragen würden, würde ich Ihnen sagen, das kann ich so nicht beantworten. Ja, möglicherweise gibt es dort mehr Angestellte als Arbeiter, sodass der vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat, ja, rein vom Volumen her. Aber wir wissen das hier nicht und wir können bis zum gewissen Grad sagen, das ist subjektiv möglicherweise auch. Und die Rangabstände sind unbekannt. Die Rangabstände sind unbekannt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, um wie viel schwieriger ist denn jetzt der Arbeitsplatz des Arbeitsgruppenleiters Gehalt gegenüber dem Arbeitsgruppenleiter Lohn, dann haben wir keine Skala im Hintergrund, kein Messsystem. Ja, keine metrische Skala, um genau zu sein, im Hintergrund. Das heißt, wir können die Rangabstände nicht messen. Das ist so ähnlich wie die Plätze bei einem Schönheitswettbewerb. Um wie viel schöner ist die Dame auf Platz 1 gegenüber der Dame auf Platz 2? Ja, können wir nicht sagen, weil wir keine metrische Skala haben, keine Skala mit Messsystem. Deswegen sind die Rangabstände unbekannt. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.